Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Gremlins 2. Ich persönlich kann ja mit Gremlins so gar nichts anfangen, ich mag kein Grusel oder auch kein Pseudo-Grusel-Horror, darauf kann ich echt verzichten und deswegen habe ich auch Gremlins niemals im Kino gesehen oder zu Hause oder sonst irgendwo. Beschwerden bitte an salzamt@gmx.at. Hasskommentare natürlich bitte auch dorthin. Ja, Gremlins 2. Ich bin gespannt. Ist wohl ein Lizenztitel. Ich erwarte mir Schreckliches. Hüpfen wir gleich mal rein. Ich kenne das Spiel wie so oft noch überhaupt nicht und spiele es mit euch zum ersten Mal. Ah, ein Schloss geht auf. Der komische Gremlin ist da drinnen. Und der hier, Finger hoch. Gute Idee, den Gremlin rauslassen. Ah, ich bin der Gremlin, okay. Ich weiß, dass mit den Gremlins und Wasser irgendwas ist. Also die haben irgendwie ein Problem mit Wasser. So viel ist mir klar. Das weiß ich auch, auch ohne den Film oder irgendwas dazu gesehen zu haben. Man kommt an dem Mist ja nicht ganz vorbei. Okay, da ist jetzt irgendwas gedroppt, das habe ich eingesammelt und es ändert sich nichts an meiner Anzeige. Ich kann hüpfen, ich kann schießen, ich kann auf Pause drücken und habe da Ballons und Geld und Anzeigen. Aha, naja, gar nicht mehr so schlecht gemacht. Und Select bringt nichts. Gut, gehen wir weiter. Maus wird abgeschossen. So, kann ich die unendlich oft abschießen, diese Maus? Oder wie geht das? Geht die immer das nach dem gleichen Schema. So, da. Auch eingesammelt. Okay, interessante Ansicht für ein NES-Game. Ah, Springen funktioniert erstaunlich gut eigentlich. Killer Tomaten! Ah, anderes Spiel. Ah, okay. Ich kann die killen mich, die Tomaten. Fledermäuse killen mich wahrscheinlich auch. Ah, ich sehe nichts. Lauter Sprites flackern. So, da Fledermaus, auf Wiedersehen. So, was habe ich da jetzt gesammelt? Einfach nur Punkte eingesammelt, okay. Ich habe immer noch relativ viel Herzen, das wundert mich eigentlich. Da kann ich nichts. Ich bin nicht so sicher. Ah, das sind Sesseln wahrscheinlich. Uah, okay, der Sprung da scheint mir ein bisschen schwieriger zu sein. Oder kann ich da einfach rüberfliegen? Also das ist ja ein Feature, das erstaunt mich. Man kann über die Dinge einfach drüber fliegen, wenn man es nicht schafft. Das könnte ja fast ein Einfall von Nintendo sein, um die Spiele leichter zu machen. Oder zugänglicher, sagt man ja. Man macht die Spiele nicht leichter, sondern zugänglicher. Dass jeder mit Spaß haben kann, egal wie grottenschlecht er spielen kann. So. Aha, was war das? Da habe ich irgendwie super extra eingesammelt. Blöde Maus stirbt. So. Ja, sorry, die Maus musste sterben. Wow, ich habe den Sprung geschafft. Bin stolz auf mich. Komm schon, weg damit. Weg mit dem Zeug. Ui, was habe ich da jetzt? So ein Hüpfe-Dings hier. Aha, ist schon wieder aus, das Hüpfe-Dings hier. Okay. War ein kurzer Spaß. So. Ah, diese fetten Tomaten hier. Sehr gut. Tomate zerstört. Noch mehr Tomaten. Oder was ist denn das? Jetzt schaut, das sieht doch aus wie Tomaten. Hopp. Ah, wieso? Wieso ist das jetzt? Wieso kämpft er da jetzt nicht gescheit? Okay, nochmal. Da geht's. Okay. Keine Ahnung, was da links los ist. Aha, da ist jetzt ein Endboss oder was? Oder Level Clear. Stage Clear! Na bitte. Also ich bin erstaunt. Es ist nicht so schlecht, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe wirklich übelst erwartet, muss ich sagen. Ich hatte üble Vorahnungen bei Gremlins. Aber das ist eigentlich echt spielbar.
Geh weg, du Maus. Was ist das? Weiß man nicht. Da geht's nicht weiter. Super. Umsonst. Leben verloren da. Da sollte ich wohl nicht drauf gehen. Da geht's. Oh, ein neuer Gegner. Spinne. Spinne teilt sich in mehrere Spinnen. Noch mehr Spinnen. Ah, Spinne kann schießen. Spinne macht mich tot. Ende. Ende deswegen, weil ich möchte jetzt ein Passwort eingeben. Ich habe extra ein Passwort rausgesucht. Und hier noch ein anderes Level zu spielen zu können. Ich muss das hier mal kurz aufrufen. Was schauen wir uns Level 4.1 an vielleicht. S. Was ist das? H. S-H-M-C. M-C. So. Gut. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ah, hier kann ich schon mit Pfeil und Bogen schießen. Sehr gut. Das sind auch schon. So, da. Nehmen wir einfach mal Sterben geschickt. Den nächsten. Man kann auch schräg schießen, okay. Zum Glück kann er nicht schießen, der Gegner. Oh, was geht denn da ab? Aha. Mal draufhalten, was das Zeug herhält. Gut funktioniert die Strategie. Einfach mal draufhalten. So, da. Ich muss auf Pause drücken, schauen wir mal, was da los ist. Gut, das schaut schwierig aus. Okay, ich versuch's. Okay. Hat nicht zu. Ich kann fliegen. Stirb. So. Nochmal abschießen, was das Zeug erhält. So, da. Und da geht's jetzt weiter. Aha. Muss ich da drüber hüpfen? Ich weiß es ja nicht. Was weiß ich, wo ich da hin muss? Da ist nix. Kann ich überhaupt so weit hüpfen? Ich probier's mal. Tötet mich alles hier. Okay, und jetzt? Wie kann ich das Ding da wegmachen? Kann ich es irgendwie abschießen? Nee. Hä? Gib mir ein paar Luftballon. Kein Luftballon zum drüberfliegen. Also das Level hat mir jetzt so gar nicht zugesagt. Eins können wir noch ausprobieren. Was nehmen wir denn da? Letztes Level, Final Stage, NXRD. NXRD. Stimmt das? Letzte Stage. Okay. Wow, da ist ja schon voll aufgepowert, mein Freund hier. War das? Okay, ich probier's mal. Boah, ist das hart. Okay, ich versuch's gleich nochmal. Ich flieg gleich drüber. Ich flieg überall drüber. Der stirbt auch gleich mal da. Ob ich darüber komme jetzt? Keine Chance. Geh doch! Okay. Wieso kann ich da? Ich dachte, ich kann darüber gehen. Okay, das geht nicht. Wo soll ich dann hingehen? Was zum. Ist das.
das euer Ernst, Leute? Das kann nicht euer Ernst sein. Okay, es wird schon ordentlich Bock hat, das Game noch. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich spaßig ist hier auf dem Schwierigkeitsgrad hier. Versuchen wir mal. Ah, man kommt rein. Man kommt rein. Ich möchte das nochmal probieren. Ich möchte diese Sprungpassage nochmal probieren. Ah. Der hüpft nicht nochmal. Muss oben bleiben irgendwie. Na, flieg runter. Bist du wahnsinnig? Das ist ja. Also, Bockhart ist ja. Noch untertrieben. Das will ich jetzt nochmal genau wissen. Nochmal. Keine Chance. Ich glaube, ich muss echt gleich springen, sonst habe ich einfach null Chance. Komm schon, lass mich runter da. Na, es geht nicht. Boah, geschafft einmal. Boah, also es ist ja wirklich übel schwer. Aber nicht lernt. Und jetzt muss ich dann den noch schaffen da. Warum hüpft er da so? Deppert. Ah, nicht nach oben hüpfen, du sollst geradeaus hüpfen, du Gremlin, du. Okay, gleich weiter. Und dann wird man geröstet und. Okay, es ist das letzte Level, keine Frage, dass das hart ist, aber es ist schon super hart. Naja, ich weiß nicht so recht. Also es ist nicht kacke, das ist wirklich nicht schlecht, das Spiel. Aber gut ist halt auch nicht. Tja, was sollen wir damit machen? Keine Ahnung, muss man nicht spielen. Wenn man ein großer Gremlin-Fan ist, warum auch immer, dann kann man sich ja mal reinziehen, aber ansonsten eher was anderes zocken, Leute. Lebenszeit ist kurz, was Besseres. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet mit mir und den Gremlins Spaß. Daumen hoch, dann freue ich mich. Dann da unten abonnieren. Ich könnte noch ein paar Abonnenten vertragen. So einer oder zwei mehr würden sich noch ausgehen. Und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe schon über 100 NES-Games gezockt. Und die könnt ihr euch alle anschauen. Ciao, ciao.